Ob Medaillen, die Sonne oder die Sportler. Alles strahlte auf der Olympiaschießanlage. Schließlich waren alle Größen der Schützenwelt in Garching zu Gast. 650 Starter, 50 Nationen. Es ist traditionell der wichtige Jahresauftakt, gilt der IWK in Garching-Hochbrück doch als heimliche Weltmeisterschaft. Die Anspannung war förmlich zu spüren und jeder hat bekanntlich ja einen anderen Ansatz, den Sportschützenstress zu bewältigen. Im ersten Jahr nach Olympia möchte sich natürlich der Nachwuchs in Position schießen. Maximilian Dallinger zum Beispiel, der die Förderung des Spitzensports der Bayerischen Polizei genießt, hat hier eine besondere Premiere. Der Juniorenweltmeister tritt international erstmals bei den Erwachsenen an. Alle Augen waren auf ihn gerichtet. Und locker schoss er sich ins Finale. Als Zweiter ein Top-Resultat. Und im Finale reichte es dann auf Anhieb gleich für Platz 5. Gratulation, Maxi Dallinger. Ja, also es war nicht einfach. Alles haben wir vorher gewusst. Und für mich als Einsteiger jetzt aus der Juniorenklasse war es doch noch mal eine andere Hürde. Aber wir sind sehr zufrieden mit dem Wettkampf, besonders ich natürlich auch. Und mein Training ist gut gelaufen im Vorfeld. Dass es jetzt auch noch fürs Finale reicht, war jetzt noch das besondere Zucker, sage ich mal. Aber ja, ich denke, es ist ein guter Ausgang an dem Tag. Einen überragenden Vorkampf geschossen. Nach einem relativ mäßigen Start hat er dann richtig auftrumpfen können und hat eigentlich, glaube ich, auch sein stärkstes Wettkampfergebnis Luftgewehr heute gebracht. Und das im ersten Männerjahr verlangt schon Respekt ab. Toll geschossen. Die bayerische Sicht zielt heute voll und ganz auf den Nachwuchs und die Jugend. Gut gelaunt, dank guter sportlicher Leistungen, waren Sabrina Hösl und Verena Schmid, die nur knapp den Finaleinzug verpasste. Die erst 16-jährige Antonia Back nahm heute an ihrer ersten Europameisterschaftsqualifikation teil. Viele Schützenfreunde drückten ihr die Daumen. Und mit 413,8 Ringen ist dieses Debüt der jungen Unterfränkin ganz ausgezeichnet geglückt. Ich bin mega zufrieden. Ich war vorher sehr nervös, aber zum Schluss ist jetzt alles gut gelaufen und ich bin einfach zufrieden, dass der erste Wettkampf geschafft ist. Ganz nach oben aufs Treppchen reichte es aus bayerischer Sicht nicht, aber zwei Wettkampftage stehen uns ja noch bevor.